Ja, Leute, es geht weiter bei Frostpunk, aber ob es noch so lange weitergeht, das sehen wir jetzt. Denn ihr seht's, müssen wir auf jeden Fall schon mal forschen. Generatorleistung, so Generatorleistung 3, die müssen wir auf jeden Fall haben. Da können wir jetzt schon mal gucken. Heizung, Generatorleistung 3 ist hier. Ach du Scheiße. Na, ja, da würde ich mal sagen, auf geht's. Da sind wir noch überhaupt nicht angekommen, aber gut. Wir müssen jetzt hier einfach durchziehen und wir brauchen das größte Problem ist Essen. Überlebende retten, okay, gut, schön und gut, schaffen wir auch. Aber das ist utopisch. Ruf alle Speer- und Außenposten-Teams zurück. Das werde ich nicht machen. Das werde ich tatsächlich nicht machen. Ich werde... Ja, ich hätte lieber noch ein paar mehr nehmen sollen und dann halt... Oh Gott. Was gibt es jetzt hier noch? Ja, ich denke mal, wir werden hier auch die Triage uns holen. Oder die werden wir uns dann demnächst holen. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal... Doch, Moment, dann machen wir die lieber jetzt schon mal. Ja, Triage können wir dann machen, aber ich glaube, das ist ganz gut, dass wir das schon mal haben, so, weißt du, dann ja, das ist wirklich schlimm, aber wir müssen halt echt schauen, dass wir uns jetzt sehr gut vorbereiten. Ich habe mir auch schon einen halben Plan gemacht. Hoffnung ist down wie Scheiße, deswegen werden wir als nächstes die als nächstes Gesetz die neue Ordnung erlassen. Und ja, dann schauen wir das mal, wie das so läuft. Und eine weitere Sache, die ich machen möchte, ist, wir haben 7 Tage und 16 Stunden Zeit. Die schwärmen gerade schon aus, das passt soweit also. Und Holz brauchen wir in... Also brauchen wir keinesfalls. Aber die können zurück. Aber eben dahin zurück. Die brauchen jetzt einen Tag und 2 Stunden, aber die restlichen 6 Tage können wir dann eben noch, ich weiß nicht wie viel, ranholen, aber 100 Rohnahrung, wir brauchen jede Rohnahrung, wirklich jede. Und was wir vor allem brauchen, ist Suppe. Wir brauchen Suppe, wir brauchen viel mehr Nahrung als sonst. Und weiterhin brauchen wir auch noch, für die Rohstoffe, für das Essen, ein Rohstoffdepot, damit es nicht schlecht wird, würde ich es jetzt einfach mal sagen. Wir packen das hier hin. So, und dann schauen wir mal, inwiefern wir da noch irgendwie gegenhalten können. Holz wird es vielleicht ein Problem werden, ja. Aber ja, ich weiß auch nicht, inwiefern wir noch die Kohleminen betreiben können. Das wird brutal. Genau, das machen wir dann hoffentlich. Wir müssen mal gucken, wie lange wir brauchen dann. Naja. Das ist am brutalsten wirklich. Also guckt euch das an. Ja, 2472, das wird wahrscheinlich nicht weniger, wenn wir die Überlebenden hier noch reinholen. Das ist doch utopisch. Dass wir da noch genug Kohle haben. Überlastungskupplung. Was ist denn Überlastungskupplung? Das hier. Generatoreffizienz wäre natürlich auch noch eine sehr, sehr schöne Sache. Die müssen wir eigentlich als nächstes sogar fast schon erforschen. Nachdem wir das hier haben. Dann müssen sowieso jetzt durchforschen. Das geht nicht anders. Die Unzufriedenheit wird starten, wird richtig brutal auf jeden Fall hoch. Ja, genau. Die Unzufriedenheit wird richtig hochgehen in der nächsten Zeit, aber deswegen machen wir auch, klatschen wir auch die neue Ordnung rein. In einem Tag und 70 Stunden genau. 800 Kohle kommt gleich auch wieder rein. Also das passt soweit. Aber wir müssen die Kohleproduktion, die Kohle, na, die Kohle.
Kohleproduktion deutlich sinken. Ich werde jetzt aber auch hier mal, glaube ich, das hier abreißen. Und das verlegen auf ein bisschen weiter nach außen, damit wir die auch noch drin haben. Ja, Work Day End. Ach ja, genau, und das brauchen wir auch noch. Deutlich mehr Jäger, deutlich mehr. Fuck, das wird echt knapp. Gut, die heben alle ab. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Genau, dann wollte ich jetzt halt das nachgucken. Dampfzentrum. Es muss ja genau dazwischen sein eigentlich. Wir bauen hier noch eine Straße dazwischen. Und wie ihr hier seht, das überschneidet sich halt mit dem. Das heißt, wir müssen eigentlich nur diese Heuersache uns merken und die müssen wir nicht mehr unbedingt mitheizen. Ja, und die werden auch schon mitgeheizt. Also wir können hier so einen Farm ziehen. So, das ist also auch schon... Ja, es kostet mir noch ein bisschen zu viel. Wir gehen erstmal auf die Generatoreffizienz, weil es auch jetzt schon wichtig wird. Da müssen wir kurz auf den Stahl warten. Oder... Oh, nee, jetzt haben wir keinen Stahl mehr. Okay, das müssen wir dann demnächst machen. Auf jeden Fall, dass die halt hier auch warm arbeiten können, weil so wird das halt hier gerade nichts. Die sind auch im Warm, oder? Nein, das sind nicht. Scheiße. Wie schließt der denn mit ein, wenn er geöffnet ist? Ah, muss man gleich mal gucken. Wenn die Arbeit wieder losgeht, so, die können... Was? Wir haben keine Arbeiter mehr? Willst du mich verarschen? Wann war das denn das letzte Mal der Fall? Echt jetzt? Echt jetzt, Leute? Oh. Kriege ich den jetzt zur Arbeit her? Oh, okay. Moment, aber das ist gerade erstmal wichtiger. Wir haben keine Patienten mehr, what the fuck? Okay, zu viele Ingenieure. Ja, Patrouille können wir wieder machen. Sehr gut. Propaganda geht auch demnächst wieder. Sehr gut. Hier haben wir noch Arbeiter. Also wir sollten deutlich mehr Ingenieure benutzen, das ist wichtig. Und hier die Ruhnahrung bitte. So. Da haben wir die vier. Und dann hier noch. Okay. Ah, hier haben wir noch Arbeiter. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alter, wir haben nur einen Kranken, ne? Das ist echt krass. Wow. Das ist echt mega. Also wir haben es hier geschafft, doch nochmal deutlich was zu tun. Auch hier brauchen wir eigentlich wieder Notfallschicht. Ja, und das machen wir jetzt auch. Wir brauchen dringend Stahl, also das ist so wichtig. Das geht natürlich wieder hoch. So, Propaganda können wir aber auch wieder raushauen. Genau. Suppe ist auf jeden Fall da. Ja, und dann läuft das soweit. Ach so, genau, wir wollten noch ein paar mehr Jäger bauen. Müssen wir auf jeden Fall jetzt auch machen. Boah, das ist echt, also für eine Woche. Es dauert anscheinend eine Woche, diese ganze Sache. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Gut, okay, das Kohleeinkommen wird sich um 800 reduzieren. Das müssen wir einberechnen. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt schon dafür sorgen, dass wir also wegen der... Achso, das können wir jetzt vielleicht auch mal machen. Wir müssen also
unser Kohleeinkommen jetzt schon um 800 innerhalb der Stadt steigern. Das ist echt heftig. Das Gelände fällt hier plötzlich zu einer tiefen Senke ab. Auf ihrem felsigen Boden liegen Verletzte und Leichen. Ach du Scheiße. Lass dich sterben. Ein tiefer Fall. Wow. Die Leute müssen in dieses Loch gefallen sein, als sie vor dem Sturm geflohen sind. Mindestens die Hälfte von ihnen hat den Sturz nicht überlebt. Aber wir könnten die Verletzten retten, wenn wir sie auf unsere Schlitten binden und schnell in unsere Stadt binden. Bringen. Ja, macht schon Sinn. Wir brauchen tatsächlich jeden Arbeiter gerade. Und hier eine Gruppe von Leuten dem Tode nahe versteckt sich in den Höhlen, die sie in den Schneehaufen gegraben haben. Boah, nee, Leute, macht das mal nicht. All diese Leute sind todkrank. Es ist ein Wunder, dass sie noch am Leben sind. In ihren Löchern, Schneehöhlen ist es nur wenig wärmer als draußen im eisigen Ödland. Sie halten keinen Tag länger durch. Wenn wir sie nicht sofort in die Stadt bringen, ja, das werden wir machen. Weil wir haben momentan richtig, richtig fett viel, wie heißt's? Lager. Ach, hier sind doch Lager. Also richtig viele, richtig viel Platz in den Krankenhäusern, das ist echt super. Dass wir da die Möglichkeiten haben, noch Leute aufzunehmen. So, und jetzt können wir das hier gerade mal machen. Der wird natürlich zwar gerade was kalt, aber hey. Wie gesagt, wir haben gerade Platz. So, jetzt kurz eine Straße bauen. Okay, wir können keine Art hier Straße bauen. Oh, die einfach mal hier so zwischen, ich muss mal gucken jetzt. So, also genau das war das bis die Ecke hier. Oh Gott, nicht Ecke. ja, so müsste es eigentlich hinhauen. Kampfarena sollte auch noch mit drin sein, ja. Also die, genau. Ja, und dann bauen wir das doch mal. Und dann sollte es auch wieder gut aussehen. Klar, gerade ist es ein bisschen blöd. Wir können auf Dame Stufe 1, ne? Okay, ja gut, das hätten wir echt machen können. Toll. Jetzt ist es zu spät. Weil es jetzt kälter wird. Blöde Sache. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Ja, wir kriegen keine Nahrung rein. Ne? Meine Güte. Ja, wir müssen wahrscheinlich jetzt wieder steigern. Ja, okay, das ist mies. Das ist wirklich mies gerade. Blödes Timing, aber hätte ich vielleicht was früher machen sollen. Ah ja, und wir müssen hier auf jeden Fall boosten. Ja, bisschen blöd gelaufen. Und wunderbar, ich habe mal wieder vergessen, den Timer zu stellen. Es läuft. Sagen wir mal, wir haben jetzt so 5 bis 7 Minuten. Mein Zeitgefühl. Beste. So, und 24 Stunden. Jawohl, genau so wollte ich das. So, jetzt geht's allen auch wieder schön gut. Generatoreffizienz 2 erforscht auch sehr gut und wir forschen direkt weiter. Ja. Ja, Heizkörper brauchen wir dann da eigentlich auch nicht mehr. Moment. Dampfzentreneffizienz, das brauchen wir auch, ganz wichtig. Stellen, genau, kalt reicht vollkommen aus. Wir haben auch hier noch mal ein kleines Update nach oben, sehr schön. Das, boah, was mache ich hier eigentlich? Voll die Kohleverschwendung, echt. Ich hätte auch was, ganz ehrlich. Ich Idiot.
Ja, hier, das ist ein Problem, klar. Aber wir brauchen nicht wirklich mehr, unbedingt viel Kohle. Unbedingt viel Holz. Deswegen würde ich sagen, ich schicke da mal Leute hin. Diese Automaton hin. Genauso hier. Also, das können wir uns eigentlich jetzt sparen, dass da jetzt die Automaton für die... Moment. Ja, Moment, hier haben wir jetzt die Arbeitszeit, genau. Also können wir hier den Automaton auf jeden Fall abstellen, dann können wir nochmal Leute reinschicken, dann können wir hier den... Also Automaten schicken wir jetzt in der Nacht dann da rein. Und hier noch einen, Moment, wo ist der jetzt? Da hinten ist noch einer. Das ist in der Wärmezone mit drin. Ja, ist drin. Also können wir auch hier wieder mit normalen Menschen arbeiten. Schön. So, hier können wir einfach mal den Tomaten schicken. Hier meinetwegen gerade auch, aber das ist jetzt wie gesagt... Obwohl, nee, da können wir jetzt auch wieder die Leute... An der Sammelstelle, genau. Passt soweit. Und jetzt brauchen wir tatsächlich noch ein paar Leute, um die Kohle auch aufzusammeln. Das passt ja, super. Wir könnten auch hier noch einen Kohlegenerator irgendwo hinstellen. Das geht auch. Vielleicht machen wir das auch und wir haben zu viel Stahl. Leute, 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 wir müssen Häuser bauen. So, noch irgendwas, noch irgendwo. Ey. Ein paar Obdachlose, klar, und wir müssen auch neue Häuser bauen, das können wir jetzt schon mal sagen, weil die Leute da gleich ankommen. Hier vielleicht nicht. Ja, langsam wird's blöd. Ach, hier ist ja noch Platz. Genau, das ist doch 24 Stunden an. Ja, können wir schon mal bauen. Okay, ja, ich fühle mich tatsächlich gut vorbereitet, was die Planung angeht. Naja. So, die sind da sehr gut. So, Außenposten bauen, direkt beim Fischerdorf, direkt 100. 100 Rohnahrung pro Tag ist richtig wichtig. So, okay, wir haben jetzt anscheinend hier schon wieder auch mehr Außenposten, viel mehr, ne? Also, das ist ja echt krass. Mehr, wie heißt das? Ja, schön. Direkt kranker, wunderbar. Rohstoffdepots brauchen wir einfach krass viel, also... Warte mal, ist das nicht egal, wo die stehen? Ja, das ist egal noch. Machen wir mal einfach hier ein paar Rohstoffdepots hin. So, dann... Ach so, ja, einen Jäger wollte ich auch noch bauen für die Nacht jetzt. Scheiße, behalt euch da bitte. Ja, ist egal wohin eigentlich, weil die eh nie da sind. Bauen wir es einfach hier oben hin. Oh, nee, das wollte ich nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann erforschen wir jetzt... Generator Reichweite brauchen wir eigentlich nicht. Was ist das hier? Generatorüberbrückung? Das ist auch geil. Das ist auch ziemlich geil. Das brauchen wir natürlich auch. Also die beiden Sachen würde ich gerne auch noch haben. So, und wir haben zu viel Kohle. Sehr gut. Also es steigt hier stetig. Wir hätten das vielleicht schon viel früher machen sollen. Ja, wir brauchen unser Rohstoffdepot jetzt langsam. Angetriebene Speerschlitten. Mal. Werkstätten und Fabriken. Effizienzerhöhung, das ist auch nochmal gut.
Machen wir das mal eben. Ja, sehr schön. Wieder ein paar Kranke. Und wieder ein paar Obdachlose, wunderbar. Wir bauen so viel im Moment. Also jetzt, glaube ich, jetzt nutzen wir die ganze Map langsam aus. Der ist auf 24/7 gestellt, wunderbar. Warum? Hallo? Forschen wir nicht? Doch, wir forschen doch. Wieso? Achso, der forscht jetzt nicht, weil es zu spät ist. Ja, was ist denn jetzt hier? Achso, ich muss euch wieder losschicken, ne? Ja, auf jeden Fall einer mal hier hin, der andere dahin. Boah. Ein Tag, 14 Stunden, wie lange haben wir noch? 6 Tage, okay, das passt also soweit. Ich hoffe einfach, dass da noch mehr Nahrung drin ist. So, hier können wir wieder Leute reinstellen. Was macht der hier? Ach so, ja, hier in der Nacht, ne? Da war ja die Rede von. Und... ja, lass mal den mal weiterarbeiten gerade. Wo wollten wir noch einen einstellen? Ach so, bei der... wollten wir das nicht vom Sägewerk machen? Ich glaube schon. Nee. Wohl doch, da können wir uns nicht sparen, genau. Und dann den Automaten da rein. Genau, perfekt. Also, passt das. Ja. Schön, haben wir sogar noch ein paar Arbeiter übrig. Wunderbar. Was ist jetzt los? Schlechtes Essen. Ja, erwischt. So, und hier kann man jetzt auswählen. Mehr Kohle, mehr... Idiot. Nee, ich brauche mehr Essensration. Oh, die fressen auch so viel, ne? Tja. Das lassen wir uns mal gerade offen. Wir haben mega viele Kranke. Top, wunderbar. Können die auch mal irgendwann geheilt werden? Alle auf dem Weg zur Behandlung. Schön. Ach du Scheiße. 14 Tage, ja, wunderbar. Wir haben einfach viel zu wenig Essen. Viel zu wenig. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich immer noch keinen... oder immer noch zu wenig Jagdhütten habe. Noch zu wenig Leute wahrscheinlich, die auch jagen gehen. Ach man, das ist echt heftig. Wir machen ja schon doppelt so viel, ne? Also. Warte mal, was? 5 Essensrationen, das ist eine mehr, aber okay, gut. Naja, muss aber sein. Der kann sich ja eigentlich auch mal ein bisschen mehr beeilen, ja. Naja. Der arbeitet halt gerade nicht, ne? Also denke mal, wir brauchen noch ein zweites Speisehaus. Gucken wir mal, wo wir das hinbauen können. Hier vielleicht. Warum passt das jetzt nicht? Nein. Oh, ist aber auch echt schwierig hier zu bauen. Das muss man einfach mal zugeben. Ich glaube, das war jetzt noch nicht die Straße, die wir brauchten, oder? So, reicht, glaube ich. Ja.
dann hoffen wir mal, dass das hier was wird, ne? Meine Güte. So, und ich würde jetzt von der Zeit einfach mal grob vermuten, dass wir am Ende der Folge sind. So. Ach du Scheiße. Das ist so krass, ne? Genau. Am Ende der Folge können wir aber auch nochmal hier, glaube ich, ein bisschen was für die Hoffnung machen. Theoretisch können wir noch Leute, aber jetzt brauchen wir die wirklich. Also jetzt können wir keinen gefangen nehmen oder sowas. Das geht gar nicht. Ja, und mit diesen vielen neuen Sachen, die wir gebaut haben, würde ich mich jetzt verabschieden. Und ja, bis zur nächsten Folge. Euch noch was Schönes wünschen. Ciao, ciao.